Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin's, euer lieber Odo, und wir sind zurück bei Victoria 3 mit Österreich. Yay! So, die letzten paar Male haben wir unsere Macht konsolidiert. Wir sind Ritter im Rang der Weltmächte. Wir sind in Rapture Table, wir haben keine Infamy, im Gegensatz zu Preußen. Let's see them. Die sind Notorious mit 62. Infamy finde ich gut. Und wir sind dabei, ihnen weiter Infamy zu geben, indem wir verhindern, dass sie ein Ding nach dem anderen erobern. Und wir haben jetzt mehrfach schon die Unified Germany Ding. Ich frage mich gerade, ob Unify ETB. Was mit euch? Ich habe Maintain of Balance and Power. Maintain Balance of Power, das finde ich gut. Wir Defend. Expand Resources. Ja, also ist das Preußen im Süden um. Preußen ist das Preußen im Norden. Sie hassen. Sie hassen sie. Passt schon. Damit können wir leben. Solange wir ihnen verwehren, irgendwelche Gebiete zu erobern, passt das schon. Kommen. Brandenburg. Halt. Schau was an. Mecklenburg könnte tatsächlich die Unterstützung kriegen hier. Ja. Nur das da will. Was heißt das? Da müssen wir nicht das machen. Schleswig. Nein, Mecklenburg. Mecklenburg ist split. Zwischen Mecklenburg und Mecklenburg-Strelitz. Mecklenburg Unterstützung, aber Mecklenburg-Strelitz nicht, finde ich nicht richtig. Könnten sie ruhig unterstützen. Da unterstützen uns beide. Ja. Schau. Mich, Schwarzburg unterstützt mich. Schau, da ist gar nicht Dings, da ist gar kein Preußen dabei bei denen. Sagt Weimar, Coburg, Gotha und Meiningen unterstützen mich allerdings nicht. Na gut, wir wollen eigentlich eh nicht. Wir wollen da eigentlich eh nichts machen. Was ist eigentlich das, wenn ich da drauf gehe? Was passiert dann? Ah, da komme ich direkt hierher. Na gut. Das ist schon ziemlich heftig, die National Supremacy. Und so wie wir spielen, mich wundert, dass unser Staat noch nicht implodiert ist, aber wird wahrscheinlich noch passieren. Die Racial Segregation wäre wahrscheinlich, zumindest die Racial Segregation, bräuchten wir wahrscheinlich fast. Das wird dann dazu führen, dass zumindest die Ungarn und die Böhmen uns mögen, aber gut, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ja, wir haben außerdem gesagt, Ägypten greifen wir an, so
bald unser Truce dabei ist, 29. Juni. Und der Suezkanal ist fast fertig. Sie sind so gut. 1861 und der Suezkanal ist gebaut. Ich habe keine Ahnung, wann der Suezkanal in Wirklichkeit gebaut wurde. Okay. Hessen und die hessische proletarische Revolution. Hessen ist so konservativ. Die sind auch konservativ. So gesehen ist es mir vollkommen egal. Das sind die Liberalen und die Trade Unions, die Anführer. Das sind die Aristokraten. Das heißt, mal auf Seite der normalen Hessen. Wo ist denn das? Hessen. Hessen Kauf. Nassau. Ah, da ist Hessen. Gibt's wohl. Ah ja. Und Bayern. Ob jetzt sind die stärker mit Eiern vor allem. Das sollte eigentlich ein Problem darstellen. Oh, die hessische proletarische Revolte unterstützt mich allerdings. Deutscher werden. Da importieren Leute Waffen aus unserem Land. Na ja, okay. 91 sind jetzt doch schon relativ niedrig, bevor wir in die Schulden gehen. Wenn wir dann die Dings erhöhen, die Steuern erhöhen. Identification Documents. Plus 25 Taxation Capacity. Das ist ein Maximum Home Affairs Institute. Ah ja, genau, das haben wir gesagt, wollen wir machen. Home Institutions. Okay, was machen wir weiter? Machen wir Dynamik. Natürlich. Das ist wichtig. Wir wollen schließlich gescheite Förderung von Sachen. Ah ja, warte mal, der Suezkanal ist fertig, meine Güte, und mal angeschaut. Das ist der. Ja, ich fürchte, wir müssen das subsidizen. Schauen wir mal. Derzeit bringt es plus 8 Prestige und plus 100 Urbanization. Wenn er voll im Betrieb ist, bringt er plus 100 Prestige. Wir können jetzt mit unseren Schiffen da durch. Und wie schon gesagt, eines der Dinge, die ich machen wollte, ist etwas in unser Gebiet integrieren. Vielleicht den Jemen ganz einnehmen. Tomorrow countries, nein. Country relations. Konflikt, nein. State. Ja, super. Ich kann es gerne sehen. Vielleicht auch nicht States.
das ist das, okay. Der Luftleben. Ja, da geht es den Leuten bei uns eh fast gut. Also, in dieser Gegend, aber das sind eh nur arme Menschen dort. Weil es geht uns nicht so gut in Frankreich und in Großbritannien. Es geht uns besser als den Bauern. Ach so. Na super. Das ist ein bescheuerter Ich würde ganz gerne sehen, was da alles dazu gehört. Zu dem Staat. Hidschadi, Jemen. Was mit States? Super. Ist das da alles Jemen? Die 5? Okay, ja, egal. Was, wenn wir hier Make Puppet machen? Wer würde sich denn da einmischen? Puh, doch einige. Frankreich und Britannien hätten was mitzureden. Oder würden dort mitreden. Was, wenn ich Conquer State mache und den Rest Puppete? Das ist 4,5 und das ist 5,8. Das ist eigentlich ziemlich wenig. Ja, wir werden aber trotzdem zuerst einfach weil es unwahrscheinlich ist, dass dann irgendjemand einsteigt. So. Ich glaube, das geht alleine vorbei, oder? Wir werden jetzt einmal die Steuern auf die stellen. Dann machen wir nämlich eine Unmenge an Kohle. Während wir das machen, können wir warte mal, was für strange Sachen. Wieso funktioniert Return Utah und gleichzeitig Return Texas? Okay, das müssen wir mal anschauen. Mexiko Texas erobert in diesem Krieg und Louisiana befreit, aber Utah hergegeben. Schon so. Okay, war ein guter Tausch. Etwas stark. Im Vergleich zu Utah. Und es gibt den Staat Louisiana. Schon was an. Eine Republik. Promote Little. Wer ist das? Blond Pruitt. Okay. Ja. Hessen hat es geschafft. Sie haben ihre unwilligen. Warte mal. Construct the Suezkanal. Ah, warte mal. Nicht nur müssen wir den Suezkanal bauen, sondern muss auch 90% Occupancy haben. Ha 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 ha.
Leute, die dort leben, oder wie? Wie soll ich das machen, wenn dort keiner wohnt? Ich bin nicht. Muss ich dort echt ein Edikt? Ein Decree? Auflösen. Das weg da. Je, hier. Egalitarismus. So, schauen wir mal. Noch zwei, drei Ports. Die brauchen wir wegen den oh, warte mal, wie soll das so? Kann ich mir das bitte ganz oder gar nicht? Ah, da war eine Construction Site und aber wahrscheinlich noch ein Wald eingestellt, weil die das nicht kann. Na bitte, eins klein. 1100 Leute arbeiten hier schon. Im August in Wirklichkeit könnten wir Ägypten den Krieg erklären, oder? Make puppet. So, warte mal, wenn wir das anklicken. Wer ist auf unserer Seite? Der Papst Krakau, Roman. Mögliche Gegner sind Großbritannien, Frankreich, die Osmanen. Alle anderen sind uns egal. Puh. Werden die Osmanen den Ägyptern helfen? Eher unwahrscheinlich. Die haben schon drei Kriege gegen die geführt. Und ich glaube, die können sich gegenseitig nicht ausstehen. Frankreich und Großbritannien hingegen würde ich jetzt nicht garantieren, dass sie nicht helfen. So. Stellen wir uns die Frage, schadet es uns wurscht, wenn die mithelfen? Sie werden, wenn, dann werden sie nicht viel sehen. Und wir werden keine Kriegsgründe gegen sie reintun. Das heißt, im Endeffekt können wir einen weißen Frieden mit ihnen machen, einen White Peace mit ihnen machen, sobald wir Ägypten unterworfen haben. Schon, oder? Das Einzige, was wir machen müssen, ist, wir müssen verhindern, dass sie bei uns anlanden. Aber das geht ja jetzt, weil wir haben hier Land. Und das heißt, wir können hier die Truppen stationieren gleich und von hier aus darüber marschieren. Es wird schon gehen, oder? Was soll schon passieren? Wette, die Osmanen helfen, wenn dann die gegen die Osmanen, wenn wir schon einen Kriegskrieg wenn Bosnien befreien oder so etwas. Also sollten die Osmanen sich denken, ihnen helfen müssen. So,
So, es macht irgendwie, boah, 46 Infamie. Bist du irre? Es macht aber keinen Unterschied Infamie-mäßig, ob wir ein Dominion oder eine Pappe da sind. Und die Pappe ist definitiv besser, weil sie mehr Geld gibt und weil sie immer im Krieg mithelfen müssen. Ja, außerdem, wer weiß, die machen eh nicht mit. Schauen wir mal, was sagen Sie dazu? Frankreich wird sogar vielleicht auf unserer Seite mitmachen. Schauen wir mal. Jetzt machen wir mal eine. Ihr mobilisiert. Du mobilisierst. Du mobilisierst. Na, ja, oh ja, du mobilisierst. Und du mobilisierst natürlich. So, du bist cruel, wrathful, expensive. Daher. Du, tactful, mountain combat. What's the fend here? Du, meticulous, expert defensive, syphilis, popular commander, most defensive hier. Du, Angriff hier. So, und damit haben wir drei. Einen, der Angriff hier und einen, der Angriff hier. Passt. Und das Einzige, also wir brauchen vor allem Capital City, Middle Egypt, müssen wir erobern. Jo, schauen wir mal, wie das geht. Ah, ja, die Leute hassen uns jetzt wieder. Okay. Ja, kann ich jetzt auch nichts machen. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was passiert. Wir hoffen einfach mal, dass Großbritannien sich denkt, ah, das interessiert uns. Oder? Was gibt's noch mehr? War Goals. War Reparations. Nee. Ah, ich sehe jetzt gerade, die Osmanen sind da gar nicht dabei gewesen. Das war interessant. Liberate Country? Nein, ich wäre ja doof, wenn ich das mache. So. Warte mal ganz kurz. Tammy? Im Kühlschrank. Oh, er hat fast keine Armee mehr, weil wir mit der Stunt weggenommen haben. Naja. Conquer State mehr. Wir wollen einfach nur den Rest erobern. Vor allem, was wir dadurch verhindern, ist, dass die Osmanen stärker werden. Weil sobald sie unser Puppet sind, können die Osmanen hier keine Kriegserklärung machen. Also sie können schon, aber dann müssen sie gegen mich Krieg führen. Bei weitem schwieriger. Wir kriegen sogar Kreta gratis. Alles ist gut, alles supi. So, jetzt habe ich gar nicht geschaut. Die christlich-sozialen haben wieder gewonnen. Oder doch? Oder nicht? Die Industriellen haben sich der Konstitutionspartei angeschlossen. Schau dir was an. Na,
Also bis zur nächsten Wahl halten wir das noch aus mit der. Ach so, die armen Bosse sind nicht mehr da dabei. Schau das an. Na dann. Tschüss, Armed Forces. Könnte bitte irgendjemand den Ferdinand absetzen? Oh. Franz Josef. Der hat aber wenig Haare. Laut denen, da ist der 31, 1861, kann das sein? Ja, das kann schon sein, oder? 1848 war er 18. 58, 28, ja, 61. Really Franz Josef. Moderate, ja klar. Expensive taste, psychological affliction. Genau wie sein Onkel. Sehr gut. Experienced diplomat. Das ist allerdings natürlich gut. Expert political operator. Das ist auch gut. Beides trifft aber nicht auf den wahren Joseph zu. Traditionalist commander. Na, das schon eher. Cautious, das auch. Das passt auch ganz gut zu ihm. Also nicht expensive taste, würde ich gar nicht sagen. Es wird gesagt, dass er relativ zurückhaltend dann vor allem am Ende seines Lebens gelebt hat und sehr, sehr günstig gelebt hat auch. Ich meine, er ist ein Habsburger. Das ist durchaus wahrscheinlich, dass das so ist. War Goal added, War Goal added, War Goal added. Ah, das gefällt mir aber nicht. Greift Hannover an. Liberate Anhalt, Liberate Pommern. Na gut, das heißt aber, wir müssen vollkommen mobilisieren. Damit der Krieg da unten schneller vorbei ist und vor allem damit wir alle, die noch da sind, an die Expert Offensive, an diese Grenzen da bringen. Bataillone, wo machen wir dich hin? Verteidigen da, an der Grenze zu ihnen. So, und dann werden wir schauen, was haben wir da noch alles. Was haben wir? Dieses da. Die machen Angriff hier. Und das sind oder? Ja, du magst verteidigen. Und zwar hier. Ich hoffe, sie haben spät genug angefangen. Und wäre natürlich sehr schön, wenn Frankreich auf unserer Seite hier in den Krieg eintritt. Ja.
Risiko. So, wie wär's, Ägypten, wenn du dich einfach ergibst? Was hältst du von der Idee? Klingt doch super, oder? Du bist viel, viel schwächer als wir. Du hast keine Armee, gar nichts. Komm schon. Sie haben sich tatsächlich ergeben. Das finde ich nett. Irre. So, das heißt, die Generäle können wir dann auch neu verteilen hier. So, wo sind die ganzen Generäle hin? Da sind dann hoffentlich her. Du bist, glaube ich, ein guter Angriffsgeneral, oder? Nein, bist du nicht. Du bist ein guter Angriffsgeneral. Yep, du bist ein guter Angriffsgeneral. Und du bist ein echter Angriffsgeneral. Du gehst da an die Front. So, und ich glaube fast, wir sind jetzt gebaut hier. Jo. The Wild Protectorate. Recompleted. Oh, schauen wir mal. Austria has secured dominion over Egypt. State of affairs is quickly becoming known as the Wild Protectorate. By a technicality, Egypt remains legally subject to the Ottoman Sultan, who helplessly observes the situation. None can deny the power of the Austrian Empire. Das gibt uns Prestige und Influence. Das ist cool. Und die Osmanen hassen uns, aber gut. Damit können wir leben. Assure the new Egyptian Khedive of our support. Wir könnten die Relation mit Ägypten verbessern. Nein, ich will mehr Influence. Und mehr Prestige. So, jetzt zu euch, meine Freunde. Wir haben etwa doppelt so viele. Er hat tatsächlich aufgegeben. Chip are demanding that we end our puppet status with them. Nein. Definitiv nein. So, warte mal. Anhalt wollten sie, glaube ich. Oh, Anhalt. Du Irre, das ist ja riesig. Großartig. Oh, es wird immer kleiner. Je mehr Kriege sie starten, desto kleiner werden sie. Finde ich gut. So, na gut. Herrschaften, an dieser Stelle höre ich für heute wieder auf. Wir haben Preußen geschwächt. Wir haben Österreich gestärkt in dieser Folge. Was willst du mehr? Vielleicht noch, dass der Kurskanal fertig ist, aber das wird schon noch. Das wird schon noch. Hälfte ist schon drinnen. Bald. Schau mal, was passiert, wenn ich da wieder die Steuern senke. Mal wieder ein Minus, gell? Ja, können wir uns für ein paar Runden leisten.